Hallo und herzlich willkommen zum Vorab-Video für das dritte Live-Webinar im September. Die neue Webinar-Reihe, wie gesagt, Start war der erste in der ersten Septemberwoche, jetzt Teil 3. Und das Thema im Teil 3 hier bei Active Trades wird sein die besten Handelszeiten und was hat es auf sich mit der sogenannten Big Ben-Strategie, anders formuliert London Open. Wie entwickeln sich da die Kurse? Mein Name ist Carlos Martins und komme vom Traders Club 24 und werde auch dieses dritte Webinar mit euch gemeinsam durchführen. Was Sie hier wieder sehen, ist wie gesagt ein kurzer Vorgeschmack auf das, wie gesagt, Live-Webinar, das circa eine Stunde geht. Und wenn ihr bei den anderen beiden Teilen dabei seid, würde mich natürlich auch freuen, ihr seid beim Teil 3 auch selbstverständlich dabei. Also, was für Handelszeiten? Wann fange ich an zu traden? Ja, welche Märkte sind denn geeignet für den Vormittaghandel? Und wie gesagt, was hat es mit der Big Ben-Strategie auf sich? Einen kleinen Vorgeschmack will ich euch mal geben. Ich werde euch mal die sogenannten Frankfurt, also Frankfurt-Eröffnung und London-Eröffnung euch mal zeigen. Dafür werde ich mir erstmal mal so ein Zeitschema mal einbauen und hole mir das mal gleich auf den Cable rein. So, ich habe hier uns mal so ein Ja, so ein Zeitfenster mal reingelegt. Wir sehen hier diesen grauen Balken. Ja, das kann jeder für sich anders einstellen. Das ist einfach hier nur die Uhrzeit, nämlich die Uhrzeit Frankfurter Öffnung. Hier Beginn um 8 Uhr. Ich werde da mal meinen Cursor mal reingehen. Hier, ja, 8 Uhr. Und London Eröffnung ist 9 Uhr unserer Zeit. Unserer Zeit, sprich Berlin, Frankfurt, Bern. Ja, die europäische Zeit 9 Uhr, wie gesagt, London ist 8 Uhr in Europa. Also wir sehen hier die Eröffnung und was hat das damit auf sich? Wie reagieren meistens die Märkte dort? Und ich werde euch das mal auf den letzten Tagen, ja, August war relativ ruhig, aber wir sehen es hier in den vorigen Tagen. Ja, 8 Uhr Öffnung, erst so ein Push-up, blaue Kerzen, dann dreht der Markt. Und wie kann man diese Schwankungen mit den Handelszeiten hier ausnutzen? Das werden wir also in dem dritten Teil des Webinars durchgehen. Ja, wir sehen es hier auch nochmal. Ja, Frankfurt Eröffnung, London Eröffnung. Wie reagiert der Euro-Dollar drauf? Wie reagiert der Cable gerade drauf? Also die Währung British Pfund, US-Dollar drauf. Wir nehmen den USD-Schweizer Franken mal unter die Lupe. Gerade in diesen guten Vormittagszeiten. Ja, und ihr seht hier vielleicht schon bei dieser Entwicklung, wie sich die einzelnen Bereiche hier auch erscheint. Ja, wir haben wie immer noch mit unserem Master Template erst rote Kerze, dann blaue Kerze, dann kommt dieser Rückgang. Ja, und was ist denn, wenn wir hier den Bruch nehmen? Und man sagt dann einfach hier, wenn ich hier mal eine Linie mache zwischen der Frankfurter Öffnung und Londoner Öffnung, wenn ich mal das High hier nehme, das ist jetzt hier die obere grüne Linie, dann wiederum die Linie hier unten ziehe zwischen dem Tief in Frankfurt. Diese Range und was passiert dort bei Ausbrüchen von unten nach oben? Wie kann man das Ganze nutzen? Ja, wie nutzen das teilweise Fonds? Ja, da werden wir die ganzen Sachen durchleuchten. Ja, gerade in dem Cable. Ja, und die Handelszeiten. Wie wichtig sind Handelszeiten? Steige ich zum Beispiel um 7:45 Uhr schon in den Markt ein oder steige ich 8:45 Uhr in den Markt ein? Jeder, der den DAX auch zum Beispiel gehandelt hat, man ja bei Active Trades hier wunderbar auch als CFD handeln kann, ja, haben das wahrscheinlich öfter mal erlebt, wenn man kurz vor 9, bevor die Kasse aufmacht, einsteigt in den Markt. Ja, dreht der Markt hier wieder im Cable, genau das gleiche Szenario. Wir haben hier die blaue Phase, ihr seht es hier mit dem Balken. 8 Uhr Eröffnung, Frankfurt, ja. Vor Frankfurt Eröffnung, ihr seht es hier, eine totale Seitwärtsrange. Ja, wenn ich das ein bisschen weiter rüber ziehe, Asien war relativ ruhig da an dem Tag. Dann kommt Frankfurt, hier kommt extrem viel Volumen rein. Ja, und man denkt hier, man ist im Long-Modus drin. Auf einmal ist um 9 Uhr, ihr seht es hier, diese, wo mein Cursor ist. Ja, so eine kleine rote Kerze und der Markt bricht hier durch. Ja, wie kann man diese Bewegung vielleicht sogar für sich selber nutzen? Ja, und diese Themen werden wir also in dem Teil 3 durchsprechen, wir werden das durchleuchten. Ich werde euch zeigen, wie man das für sich selber handeln kann. Natürlich immer wieder mit unserem Indikator hier, unserem Long-Short-Indikator, mit der Stochastik, mit dem Trade Assistance. Ja, also Teil 3, Handelszeiten, wie gesagt, vormittags mit der sogenannten London-Eröffnung, Big Ben-Strategie und natürlich nachmittags, wann sind Zahlen.
Wie verhalte ich mich denn vor den Zahlen? Ja, und das gehört eigentlich mit in diesen Teil 3 der besten Handelszeiten für den Devisenhandel. Das werden wir auf jeden Fall durchleuchten. Also, wenn ihr Zeit habt, würde ich mich freuen. Dritter Teil am 15. September. Ja, und wir haben wie immer wieder eine knappe Stunde Zeit. Ja, und eher mehr als weniger. Ihr habt das in den letzten einen beiden Webinars ja miterlebt. Ja, also ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Carlos.